Hi, ich bin Giovanna aus der Corporate Learning Community und ich nehme euch heute mal mit auf einen kleinen Interviewspaziergang mit Karl-Heinz Pape, dem Gründer der Corporate Learning Community. Und jetzt, wo am 29. und 30. Oktober das Online-Barcamp stattfindet, wollte ich doch mal mit jemandem sprechen, der von Anfang an dabei war. Karl-Heinz, drei Fragen interessieren mich besonders. Die erste ist, wie lange bist du schon in der Corporate Learning Community und warum? Der Ursprung der Corporate Learning Community waren regelmäßige Treffen von Trainingscenterleitern bei Hessenmetall, so ab 2007. Und in 2011 gab es das erste Corporate Learning Camp von Charlotte Fennemar und mir organisiert. Und heute ist die Corporate Learning Community in ganz Deutschland, in der Schweiz und in Österreich aktiv. Die Corporate Learning Community hat sich vorgenommen, Lernen in Organisationen grundlegend zu verändern, hin zu viel mehr selbstgesteuertem Lernen. Und zweitens, die Corporate Learning Community ist ja sehr gewachsen in den letzten Jahren und ist eine der, ich würde sagen, wichtigsten Instanzen im Corporate Learning geworden. Was denkst du, woran das liegt, beziehungsweise warum ist die Corporate Learning Community so wichtig? Die Corporate Learning Community ist eigentlich ein Netzwerk. Und ein Netzwerk lebt immer von der Aktivität seiner Mitglieder. Die hohe Aktivität der Corporate Learning Community kann man zum Beispiel an den 17 regionalen CLCs erkennen, die sich alle selbst organisiert gebildet haben. Und gleichzeitig ist die Corporate Learning Community auch ein Experimentierraum. Hier kann man mal Dinge ausprobieren, die man sich im eigenen Unternehmen noch nicht so gleich traut. Und dieses konkrete Handeln jetzt in der Community prägt Kompetenz aus. Also wenn ich etwas schon mal gemacht habe, dann kann ich sagen, ich habe die Kompetenz. Und ich glaube, dafür ist einer Community auch was ganz Wichtiges, diese Kompetenz zu bilden. Und drittens, was ist aus deiner Sicht das Wichtigste, das die Pandemie für die Gestaltung von Lernräumen bisher bewirkt hat? Der Zwang, nur noch online zu kommunizieren, hatte eine Menge Wirkung. Zum Beispiel können all diejenigen, die bisher gesagt haben, das geht nicht mehr, jetzt nur noch feststellen, das geht sehr wohl. Und das hat sogar bei vielen ausgelöst, dass sie in der Zwischenzeit Vorteile von online entdecken. Ich habe jetzt mehrere große Online-Barcamps erlebt und am Ende kommt so ein Satz raus, der heißt, es war persönlicher. Das hat auch mich erstaunt, aber ja, es ist richtig. Man sitzt bei solchen Online-Meetings so dicht vor den Gesichtern anderer, wie man es in keiner Präsenzveranstaltung erlebt. Und irgendwie ist man auch konzentrierter dabei. Und gleichzeitig haben wir online ja den Vorteil, auch asynchron arbeiten zu können, was in der Präsenz ja überhaupt nicht möglich ist. Ganz herzlichen Dank, Karl-Heinz, dass du dir heute die Zeit genommen hast für diesen kleinen Spaziergang. Wir sehen uns auf dem Barcamp. Bis bald. Beziehungsweise eine Anmerkung habe ich noch. Wir sind ja heute rausgegangen vor die Tür aus gutem Grund. Und zwar haben wir auch für das Online-Barcamp Walk-and-Talk-Session-Formate, die nur über Audio gehen, so dass ihr euch zwischendrin die Füße vertreten könnt. Und wenn ihr jetzt neugierig seid, dann besorgt euch doch einfach ein Ticket und alle Infos dazu kriegt ihr auf colearn.de. Dort findet ihr den Link. Und apropos Karte, ich sag mal Tschüss und zwar mit einer Karte hier. Tschüss!